Ey, das ist so richtig Wasserrutschen-Feeling gerade. Nur mit nackten Arsch und kein Wasser. Wir machen keinen Speedrun. Oh, Scheiße. Soweit. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Einfindekind-Kanal. Heute fahren wir mit diesem ultra krass geilen Sportwagen diesen Parcours hoch. Abonniert. Für Schmerz. Gang rein, Handbremse raus, losfahren. So, also ich würde sagen, wir gucken uns den Parcours erstmal an. Alter, geht schon ruppig los. Okay, jetzt komm mit Vollgas, 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 schaffst du. Ja, läuft doch. Ich glaube, unser Motor hat irgendwas. Egal. Aber die Krücke gibt schon ordentlich Gas zu. Also unterschätzen sollte man sie nicht. So, dann einmal hier. Oh, passt alles. Alles super. Ja, gut, ne? So, komm, jetzt schaffen wir, jetzt schaffen wir. Du musst da auch rüberkommen. Da kannst du doch echt keinen erzählen, ey. Da willst du einmal mit deinem Familienauto hier Spaß haben. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Vollspeed. Wenn wir da, weißt du, mit der Krücke langsam ankommen, das ist ja nicht. Da musst du halt jetzt mal richtig Einsatz hier zeigen. Da muss die Karre so fahren wie Familienväter und Mütter und diverse andere, die ihr Kind morgens zur Schule bringen. So wie die vor der Schule fahren. So muss hier runter. Abonniert für mehr Tipps. Jetzt kommt Dach Nummer 2. Komm, enttäuscht mich nicht. Das schafft er nicht. Komm, jetzt rein da. Hallo? Wir hängen vorne mit der Schnauze fest, oder was? Oh, jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt hat er. Komm, wieder zurücklenken. Oh, nein, 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 nein! Ich schaff nicht mal die erste Strecke. Wir brauchen was Schnelles, Kleines, SUV-Technisches. Mit dem wird's jetzt, du. Komm, 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 komm. Hab die Power dafür. Komm, du schaffst es. Du bist noch an. Jawohl. Siehst du? Ich sehe so ja nichts. Ja, gut. Nächster. Rally. Ja, guck mal, der geht doch ab. Den brauchst du da oben. So, und jetzt ganz schnell darüber. Komm, komm, spring. Ich hab's geschafft. Was wollt ihr jetzt von mir? Einmal ganz langsam rüber, ist kein Ding für das Auto. Wir haben sogar einen Sportmodus. So, dann ganz langsam hier ruf. Nicht, dass der hier wieder ausrastet und sonst wohin fährt. Sag mal, wie soll ich da vorne eigentlich die Kurve schaffen? Ganz langsam aufs andere Rohr. Ganz langsam, bisschen, bisschen Stoff geben. Super. Gas geben, Gas geben. Oh! Alter, ganz easy, du. Komm, versuchen es mal so. Es passt, gib Gas. Alles super, alles easy, alles super, alles easy. Wohin jetzt? Okay, der Weg ist das Ziel. Nicht runter, only up. Dann fahren wir ganz langsam sachte auf die linke Seite und fallen dabei nicht runter. Nicht runter, es heißt only up. Die Kante hier vorne ist halt blöd. Aber ansonsten, alles easy, Kante geschafft. Jetzt ganz sachte nach da hinten. Nicht runterfallen. Only up. Und rüber da. Geschafft. Und bevor wer fragt, wir machen keinen Speedrun. Oh, Scheiße. Also gut. Links rum. Und jetzt? Rechts rum. Kein Ding. Alles easy. Mach ich auch doch mit links. Mach ich jeden Tag. Ist meine Morgenroutine. Mal kurz auf irgendwelchen Dächern hier ein Auto wenden. Ist aber auch tricky, ey. Also wer mit Einparken Schwierigkeiten hat, der wird hier seinen Endgegner finden. Oh, Scheiße. Ganz langsam hier rüber. Nicht. Nicht. Nein. Auto, wir verstehen uns falsch. Das Spiel heißt Only Up. Sprich, es geht darum, dass wir nicht runterfallen, sondern hochfahren. Okay, also wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wo wir lang müssen. Die Strecke kann ich jetzt mittlerweile. Könnt ihr stolz auf mich sein. Dann einmal Jans sagt hier rüber. Guten Tag. Ich bin der Neue, der hier seit einer halben Stunde schon versucht, hier hinzukommen. Und schon wieder runterfällt. Kannst du keinen erzählen. Okay, also ganz doofe Frage, mal nur so nebenbei. Wie soll ich da rüberkommen? Sportmodus. Zu weit. Ah, passt, passt, passt. Alles gut. Solange er jetzt nicht runterfällt, ist alles gut. Er fällt runter. Er fällt runter. Ja, 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 ja. Komm, komm, rauf da, rauf da, rauf da. Ich bin stolz auf dich, Auto. Nur nach oben. So, wo geht's jetzt hin? Also ich würde sagen, da ist nichts. Also fahren wir einmal links rum. Rüber. Hat ja schon mal super geklappt. Vielleicht will der auch, dass ich hier erstmal rückwärts fahre, mir hier Anschwung hole und dann einfach mal ganz schnell hier rüber fahre. Gleich über beide rüber. Perfekt. Bist du ein Schatz, dass du dieses Ding noch hingebaut hast? Fahren wir mal ganz langsam rüber. So, dann wieder über meine Lieblingsrohre hier, weil ich sie so liebe. Und hier einmal links. Alle Klärchen. Kein Ding. Wie gesagt, mache ich jeden Tag. Auto aber bitte oben bleiben. Alles easy. Einmal geradeaus jetzt. Komm, Auto. Letztes Stück, letztes Stück. Perfekt. Und jetzt einmal links. Jetzt einmal runter hier die Piste.
Aber nicht runter, runter. Alter, was ist denn hier für eine Riesenfläche? Na, dann mal weiter. Komm, immer weiter nach oben. Oh, noch ein Stück. Oh nein. Ich hab's versucht. Also wir müssen uns wirklich gerade halten. Und das Lenkrad auch konstant gerade halten. Wir schaffen das. Komm, komm, komm. Schreibt jetzt in die Kommentare. Auf, wir schaffen. Schreibt trotzdem was in die Kommentare. Einfach schön geradeaus, rüber. Stehen bleiben. Wir haben beide geschafft. Perfekt. Abflug. Ja, perfekt. So langsam haben wir doch drauf. Einmal hier über die Paletten. Kein Ding für mich. Du Experte mittlerweile. Und jetzt geht's ab in die Röhre. Oh, geil. Mach mal Licht an hier. Wir sehen, wie ich mein Auto kaputt mache. Was ist kein Ding für den. Der federt das alles weg. Aber hier könnten wir echt Probleme gerade bekommen. Aber auch das für dieses Auto nicht. Ich glaube, mein Spiegel ist ab. Nö, die Scheibe ist durch. Kollateralschaden. Das war knapp. Aber alles easy. Solange wir nicht in der Poolparty hier enden. Denn einmal vorsichtig um den Pool hier rum. Alles kein Ding für unseren Profifahrer. Er hat ja Ahnung. Er hat nicht mal einen Führerschein, aber er hat Ahnung. Jetzt kommen die engen Kurven, du. Da bin ich Profi. Ich habe mit 8 Jahren habe ich einen Bus gelenkt, du. Also in Simulatoren. Aber trotzdem. Die Dinger sind ein bisschen tricky, du. Hier wird so langsam eng. Vorsichtig, Rüdiger. Vorsichtig. Vorsichtig, Rüdiger. Wir waren schon fast da. Können wir das eigentlich so aussehen lassen, als würde ich mir nie einen Safe Point erstellen oder so? Komm, rein hier in die Röhre. Ey, das ist so richtig Wasserrutschen-Feeling gerade. Nur mit nacktem Arsch und kein Wasser. Auf einer Metallrutsche. Im Sommer. Wann hört eigentlich die Röhre auf? Und die viel größere Frage, wie hört die Röhre auf? So viel dazu. Da musst du irgendwie mit Schmackes raus. Wenn ihr einen Findekind-Kanal bis Ende August 2023 1000 Abonnenten hat, dann mache ich das gerne als Livestream. Uncut, ohne Save Points. Wenn nicht, fasse ich das nie wieder an. Ist doch ganz easy. Ist doch ganz easy. Ich arbeite mit Save Points nach jedem Level und habe jetzt schon eine Aggression. Aber es ist ja nur ein Spiel. So, wo sind wir jetzt? Auf irgendeiner Holzrampe. Dann ziehen wir einfach gleich durch, du. Wenn wir jetzt runterfallen, dann sind wir wieder unten beim Schiff. Ist mir egal. Wir ziehen da jetzt hier durch. Einmal hier über die Werbeindustrie fahren. Oh, das könnte hier böse werden. Nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Auto, wir verstehen uns. Wir kommen. Wir sind beste Freunde. Jetzt nur noch die Rampe. Komm. Nein, nein, nein. Guck mal, wie viel da noch kommt. Hier ist alles super. Hier ist alles super, denn du bist nicht allein. Können wir nicht normale Simulatoren spielen? Kann nicht irgendwer wieder irgendwas Vernünftiges rausbringen? Nur die Werbebanner. Mehr will ich doch gar nicht. Hier ist easy. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Falls ihr eine zweite Folge wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich esse jetzt Lenkräder. Schönen Tag noch.